vergessen. Die liebe Mama, sie liebe Ho, Ho, Ho! Alles gut, liebe Mama. Liebe Frau, alles, alles Gute gewünscht. Ja, was war jetzt denn? Das ist nicht mehr. Jetzt reißen Sie noch doch. Bitte, bitte, Moment, bitte, Moment, bitte, das muss gesagt werden, liebe, verehrte, gnädige Hausfrau, auf dass wir alle so weiter schwelgen werden können, müssen, dürfen, hier wie die Götter in Österreich, groß, meine Liebe. Dieses Kompliment gebührt dem Küchenchef. Haben Sie gehört, Täter? Das Lob auf Sie. Peter, trinken Sie doch was. Danke, gnädige Frau. Später. Passt auf, dass ich Sie euch nicht abengagiere, eure Perle. No, 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 no. Peter, Peter, sagen Sie, wie machen Sie eigentlich diese wundervollen Hörnchen? Mehl, Germ, Rosinen, Zucker, Salz, Milch und Schmalz. Ah, wenn bei uns eins noch auch alles so klar sein könnte. Hier ist wenigstens 2 mal 2 wirklich noch 3,9999. Also hast du gehört? Mehl, Gerben, Rosinen, Zucker, Zucker. Mehl, Milch und Schmalz. Gott, der Hals. Ja gut, darauf muss man erst einmal kommen. Müde. Ah, warte, warte, warte. Die 7. Nein, nein, die 6. ist es, die 6. Das Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft aus dem Lande. Die 6. Püppchen, du bist mein Augenstern. Nein, Püppchen heißt es. Und der Himmel dort oben, wie ist das so weit? Winterreise. Müllerin. Ah, ja. Pfui! Wichler, sagst du dem Täter, sie soll den Bursche wegtun? Und was? Nein, der Hund. Ist. Ach so, ja. Ja. Der Liebestag. Auf meine liebe Frau. Ich möchte diesmal. Komm runter. Na? Hast du heute schreiben können? Was? Nein. Schau dich doch um. Lauter Typen. Ja. Jeder Roman. Aber nicht wegen den Typen. Hast du wieder überfressen, hm? Wieso wieder? Das soll Musik sein! Da kann ich gut und gern drauf verzichten. Genau das bringt die Nationalsozialisten auf. Auf die kann ich schon lang verzichten. Sag, und der Auersberg und der Hölzl, die kommen nicht? Ah. Beiden ist nur Kopfweh eingefallen. Wenn wir wirklich heim ins Reich, da gäb's einen Sektionsrat weniger. Hey, der Auersberg. Und schon gar der Hötl. Na,
Ach, die sind ja schon ganz braun gebrannt. Und dann füttern wir noch einen Dichter durch, der ein Jud ist. Ein Faible fürs Ultramontane. Und fürs Nächste. Wann schreibt denn der wieder? Wo steckt der überhaupt? Und nun bringen meine beiden wunderbaren Frauen das Neueste von Gershwin. Was wünschen der Herr? Oh, Fräulein Tetta, ich habe sie in der Küche gesucht. Ich habe nur den Burschi in den Schuppen gebracht. Ich fühle mich nicht ganz wohl. Sie kochen so gut. Es wäre nett, wenn ich einen Tee haben könnte. Gehen Sie nur hinunter, ich bringe Ihnen den Tee. Ja, danke, jetzt mache ich Ihnen auch noch extra Mühe. Das ist keine Mühe. Sie sorgen immer so gut für mich. Bitte sich. Geld ist so. Aber das wäre ja gar nicht notwendig. Na, sowas. Seien Sie mir nicht böse. Die schönste Art, länger zu leben, ist der Nacht ein paar Stunden zu geben. Woher hast denn den Schmarrn? Ein heißgeliebtes Blieghaus. Ja. Ja. Ich glaube, ich rentiert sich wirklich nicht mehr ins Bett zu gehen. Wo warst du denn? Bei der Tetta. Bei der Tetta? Bei der Tetta, ja. In der Kanna? Ja. Da hat's dich reingelassen? Nein, da hat's mich rausgeschmissen. Ja, das denke ich. Hast du das Bild von ihrem Neffen gesehen? Nein, ich habe nur Heilige gesehen und das Bild von einem Priester. Naja, das ist der Oberheilige vom Nachtpfarrer. Das ist der Neffe ist ein Priester? Ja. Noch ein Blindgänger, politisch gesehen. Ja. Wollte Gott, es gibt mehr Blindgänger, politisch gesehen. Auch Priester. Mhm. Aber was nützt's? Auf jeden Fall schlau. Ha? Ja, schlau. Schlau in einem Land, wo die Kirche den Staat nicht mehr auseinanderhalten kann. Dafür werden schon die Nazis sorgen. Gestatten die Herrschaften? Trink schon! Frau Livia Argan, Herr Leopold Argan, ich habe euch ein Kompliment zu machen. Es heißt, dass man sich seine Eltern nicht aussuchen kann. Das stimmt nicht. Ich habe euch mir nämlich ausgesucht. Denn hier lässt sich's leben. Gott, ich bin einfach so furchtbar gern auf dieser Welt. Komm, Philipp, darauf müssen wir trinken. Aufs ewige Leben. Auf das wir ewig leben. Ganz schön bedudelt, mein Herr Bruder, was? Jawohl, ja. Und Knecht zum Arsch, Arsch. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Es ist schon spät, Livia. Wir müssen leider. Der Bursche muss auch. Bei uns? Ja, dann tun Sie ihn doch raus. Dankeschön. Schön. Und Lama? Der Karel geht auch nach Cambridge. Jetzt haben wir schon drei. Und bei Philippe sehen wir uns wieder. Ja, wahrscheinlich.
Kaffee, Kaffee, Kaffee. Da kann der Mond herunterfallen, da kann mein Leopold verdursten. Die Täter ist in der Messe. Ob Regen, Schnee oder Sonnenschein, morgen für morgen. Schnee kannst du auslassen. Wo wir noch im Sommer da sind. So eine Unbarmherzigkeit. Was willst du sowas noch? Hallo. Eine fromme Köchin. Fromm? Unbarmherzig ist sie. Ich will meinen Kaffee haben. Auf dem Ohr ist die Täter taub. Da kommt langsam ins Alter, wo es auf beiden schlecht hört. Gerade wie unser gutes, liebes Österreich. Glauben Sie, dass es Krieg gibt? Ja. Ob Krieg kommt? Kommen, kommen schon die braunen Kolonnen. Pede, pede, bin ich auch froh. Wo ist denn den aufgegaben? Bam, bam, bam. Sehr netter, netter. Ja. Habe ich völlig vergessen, wie er heißt. Was er ist. Provokateur. Ich höre die Morgenglocken. Wir uns Gras wachsen. Na? Kaffee! Was? Na endlich! Alle, wir gehen zum Frühstückssaal, als wär's ein Stück von mir. Bararam, bararam, morgen. Leopold, wir haben's schon gehört. Der Richard Strauss arbeitet an einem neuen Werk. Ach so? Eine Pimphonie in Baldur. Was gibt's für neue Witz? 6 Monate ohne Gewehr. Ah, den kenne ich schon. Kommen Sie, Frühstück. Ist doch schön, den Morgen mal wieder auf diese Weise erlebt zu haben. Morgenrot. Hey, da kann man doch jetzt nicht frühstücken gehen. Da wärst du ja wahnsinnig. Steigen auf die Schreckenspitze. Erst Kaffee. Erst mal frühstücken. Jetzt gleich. Nur ein Dilettant wagt alkoholisiert und übernächtigt so einen Aufstieg. Stinksuffen. Immer Herrgott, ich halt's nicht aus. Man muss doch Auslauf haben. Nicht wahr, meine Herren Opas? Dann kraxel doch auf den Kroatenkugel, verwegener Sohn. Oder auf den Birnbaum, du Depp, du. Ach, diese protzige Vitalität der neuen Generation ist ekelerregend. Opfe ich wieder mal meine hochfliegenden Pläne dem Kleinmut der älteren Generation. Alle hopp. Erinnern Sie sich noch an das Pfarrhaus Ihrer Kindheit, liebe Tante? Jubilieren Sie, denn der 80-jährige Pfarrer legt dort sein Amt nieder und ich werde sein Nachfolger. Es müsste schon der Gott sei bei uns, seine Hand im Spiel. Ja, Urschi. Was liest denn gerade? Ein L. Ein L? Mein greiser Vorgänger ist ein unverbesserlicher Schmutzfink. Man wird das Pfarrhaus neu herrichten müssen. Ich mache Ihnen das Anerbieten, liebe Tante, dass wir die Kosten der Renovierung unserer zukünftigen Wohnstätte zu gleichen Teilen tragen. Wir nehmen 10 Eier. Leg nach. Wollen Sie was? Ich möchte einen Vorschuss. Bitte. Auf 1 Jahr. Wollen spekulieren. Monte Carlo springen. Was ist los, Dieter? Der Neffe.
Er bekommt eine Pfarre. Na endlich! Praktisch dann ist es, wenn Sie dem Herrn Architekten Karl Fasching die 987 Schilling, was im böhmischen Geld ungefähr 5000 Kronen entspricht, durch eine Bank nach Prag anweisen. Ich träume davon, wie es sein wird, wenn wir uns wiedersehen nach mehr als 30 Jahren, geliebte Tante Teta. Schreiben Sie mir bitte sofort, was Sie über die Sache denken. Und was denken Sie? Mit Erlaubnis. Ich möchte arbeiten, solange mich die Herrschaft behält. Und solange... Ja, ich glaube, da haben Sie recht. Aber schön geschrieben hat er, der Moimir. Der Vorschuss kommt natürlich übermorgen zur Auszahlung. Danke. Hol dir auch einen. In der Küche gibt's noch genug davon. Nein, nein! Was hat sie denn gewollt? Geld? Ja, was sonst? Dit hat dem Neffen alles bezahlt. Gymnasium, Studium. Liebt sie ihn so sehr? Ich glaube, Stöpsel von 10 Jahren hat sie ihn einmal gesehen. Jetzt hockt in Prag und lässt sich's gut gehen. Einmal, da wollte er Missionar werden. Mein, was er da nicht alles geschrieben hat. Mein heißes Herz treibt es, verehrte Tante, nach höheren Verdiensten zu greifen, die einst im Himmel nicht nur mir, sondern auch Ihnen zugutekommen sollen. Und Schleim und Schulst. Und dann kommen wieder 2000 dabei heraus, weil er nach Patagonien gehen will, zu den Wilden. Na, das kostet halt so viel. Der war doch nie in Patagonien. Mein Gott, war die Täter aufgeregt, dass ihr Mann Gottes bei den Wilden verloren geht. Einmal waren Kapern im Apfelstrudel. Hat's für Rosinen gehalten. Überhaupt. Furchtbar durcheinander. War die durcheinander. Ja, aber eigentlich, ich verstehe dich nicht, Livia. Sie hat dir ihr Vertrauen geschenkt. Das hast du ihr nicht gelohnt. Die Täter hat mir die Neffenbriefe erst gezeigt, als es schon zu spät war. Da hat sie schon 10 Jahre lang all ihre Ersparnisse und alle Illusionen. Sie hat mir nicht geglaubt. Nur gekündigt hätte sie. Vertrauen schenken. Die Täter hat mir nur Briefe gezeigt, wo sie mit dem geschraubten Stil ihres Neffen nicht zur Rand kam. Die Täter schenkt niemandem Vertrauen. Mir nicht und dir nicht. Sie möchte Geld und ihre Ruhe. Das verbindet mich mit ihr. Sie soll es doch dem Neffen schenken. Oder zum Fenster hinausschmeißen. Sie hat noch eine Schwester, voll Teufel. Ein Abgrund an Plattheit. Ja, der Neffe, der hat doch wenigstens Fantasie. Ja. Ich darf ihn nur nicht sehen. Das muss verhindert werden. Aber ist ja sowieso alles. Wie? Ja, das will er jetzt wissen. Ist halt fön. Sag, wollt die Täter nicht zu seiner Primiz fahren? Müsste der Philipp nicht schon längst zurück sein? No. Vormittag nicht. Einmal wollt ihr ihren Moimir sehen. Zur Priesterweihe. Zur Krönung ihres Werks. Aber er hat ihr den Ort und die Zeit nicht geschrieben. Nur anschließend den vollzogenen Akt. Aber Livia. Ja, ein Bild hat er ihr von sich geschickt. Wenn es ein Bild ist. Livias Zynismus ist reine Allüre. Gell? Steht mir. Es steht dir. Auf jeden Fall beneide ich die Täters und Konsorten. Die haben sowas Bewusstloses. Felsenfestes. Wann ist das Fleisch da? 2 Rosenkränze lang. Den schmerzhaften oder den glorreichen? Je nachdem. Ob es zart wird oder bunter. Bei Zahl muss ich die Sparl machen. Bei Kopf. Muss ich für einen Täter die Sparen machen? Dummheiten. Kopf! Für einen Täter muss die Sparen machen. Immer noch der Herr Bichler. Ist es sich zu schade, die für einen Täter? Wird der arme Herr Bichler wieder ausgenommen? Freilich.
wenn man so einen feinen Neffen hat? Warum kommt er denn nie zu Besuch, der Herr Neffe, Hochwürden? Ist er sich zu schade? Soll er da am Stockerl sitzen und mir zuschauen, wie ich Striezel back? Und wie der Herr Bichler Pfarrer und Juden in einen Topf schmeißt? Pfaffen und Juden. Das Pfaffengeschmeiß. Das internationale Judentum. Geh, Burschi. Das machen wir nicht. Dazu sind wir uns zu gut. Bitte schön, Herr Bichler, sagen Sie der Täter, dass er sich mit dem Mittagessen beeilen soll. Und dann bringen Sie die Koffer von den Waldsteins und der Schrenknotzing zum Bahnhof. Ich kann den Kerl nicht ausstehen. Denk an seine 6 Kinder. Nur. Täter ist mir lieber. Das ist doch kein Vergleich. Die Täter hat Stil. Die Täter ist ganz ora et labora und nie einen Mann. Die Täter ist ganz altes Österreich. Der Bichler, der ist... Der ist ganz neues Österreich. Der glaubt nicht an Täters Dreifaltigkeit, aber an Adolf, Josef und Hermanns... Einfaltigkeit. Kennt ihr den Neuesten? Der Göring im Teutoburger Wald? Hat der Philipp aus München mit? Es ist gleich soweit. Gut. Philipp, hat sich den Fuß verstaucht. Bitte nimm's Auto und bring den Arzt her. Der wollte auf die Schrankenspitz klettern. Besser wäre ins Bett geklettert. Bitte, Leo, schnell. Ist was, Mama? Wettlauf gemacht. Er war voran, hat gelacht und herumgeschrien wie deppert. Ja, das beim Wegwächter rutscht er aus wie auf Glatteis. Vorsicht! Kugel 3 Meter weiter und dann nicht mehr. Ist ja gut. Er bleibt liegen. Wir meinen, es ist einer seiner dummen Späße und werfen mit Handzapfen nach ihm. Ganz ruhig. Ganz gehen Sie bitte raus. Bitte. Das ist eine Gehirnerschütterung, ne? Sie müssen Sauerstoffbomben holen. Und Ihre Diagnose? Schädelbasisbruch. Aber das ist... Das ist doch... Ist doch vollkommen unfassbar. Er ist doch nur hingefallen. Schicken Sie alles herauf, was Sie an Siphon im Haus haben. Siphon? Aber sollte man nicht auch einen... Schnell! Schnell! Die Wirkung hält an.
Herr Doktor, schnell! Schnell! Sie müssen stehen. Tut sie doch mal. Gleich, gleich. Das war's wirklich. Gehen Sie auch ruhig. Ich mache schon alles. Mir macht es nichts. Nein, kommt ein Gewitter, glaube ich. Ich möchte nicht so sterben. Er hat nichts gewusst. Die Leute nennen das einen schönen Tod. Es ist noch nicht zu spät, solange der Körper noch warm ist. Aber Täter, wie stellen sich denn das vor? Die Eltern in ihrem Schmerz stören? Nur damit er ein bisschen Krisam auf der Stirn, Händen und Füßen hat. Wenn man sein Kind liebt, lässt man es nicht so. So. Weil ein Täter, schauen Sie einmal zum Himmel. Sehen Sie die Wolken? Und dahinter die Milchstraße. Mit ihren unendlichen Sternen, Systemen. Und dahinter. Wieder dahinter und dahinter wieder. Ach, Gott. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, hicvum et salutare. Nos tibis empere dubique gratias adore. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus,
per Christum Dominum nostrum. In quo nobis spes beate resurrectionis effulsit, ut quos contrista certa moriendi conditio. Ja, liebe Täter, nur der Tod ist schuld daran. Wir wären sonst lang beieinander geblieben. Aber jetzt. Die Doris geht zu Mildenburg nach München. Die hat schon meiner Frau die Flötentöne beigebracht. Ja, bei uns sind sie über 20 Jahre gewesen. 20 glücklich. Wie werde ich ihre gute Küche vermissen? Ach ja, was wollte ich sagen, Täter? Was möchten Sie denn haben? Eine Rente jeden Monat oder eine Abfindung? Sagen wir 10.000. Wollen Sie es bis zur Abfahrt überlegen? Ich möchte bitte die Abfindung. Ein großer Betrag bar auf die Hand hat schon seine Vorteile. Was mit uns allen geschieht. Mit uns. Mit Österreich. Ja. So. Bitte. Nein, bitte nicht. Hör auf, Dori. Wollt ihr nicht nachzählen? In 2 Stunden fahren wir. Bitte seien Sie pünktlich. Hast du denn schon gepackt, Doris? Wenn Sie in einer Minute nicht, dann... Jetzt schlägt es noch den Hund ab. Na ja, das soll der Töne sein. Der Außenkoffer ist voll. Pichler, schicken Sie das ganze Zeug einfach nach. Täter, bitte kommen Sie doch endlich! Verzeihung, Verzeihung, aber ich habe so viel, es war alles zu machen. Ja, ist ja gut, ja. Ja, aber steigen Sie jetzt ein, wir haben es doch eilig, Täter. Ja, und was werden Livia, Sie jetzt machen, bitte komm! Steig ein! Zur Schwester, das ist gut, ja. Dann weiß er, wo er die Koffer hinschicken muss. Das Kind hat ja Fieber. Was? Ihr Blödsinn. Ich muss jetzt fahren. Nicht zurückschauen.
Und mit dem Brief, so gefreut haben wir uns. Milan, sag, dass du dich freust. Trage die Taschen rauf. Lass das. Also bringt uns das Leben doch einmal zusammen. Tritt ein, bringt Glück herein. Schleichte. Mein Gott, bin ich erschrocken wie dein Brief. Man denkt gleich, es ist was. Es geht ja so schnell. Mitten im Leben. Tritt ein, bring Glück herein. Schau nur, der Trottel, wie er sich freut. Fuß habe ich, Wohnheit, gewerkelt und gemacht. Man muss ihn da beschäftigen, glaub mir's, das ist das Beste. Ich bin ja kein Unmensch, nicht. Da, eigentlich hat mein seliger Mann immer gesagt, eigentlich gehört die Mila auf eine öffentliche Fürsorge. Hat er gesagt. Da, sein Bett, das beste Bett. Alles fürs Tätelein. Sprungfedern. Ist mein seliger Gatte drin gestorben. Leicht gestorben, glauben wir's. Hast ihn ja nicht kennt. Mila, bring den Kaffee. Nusskipferl sind vom Meindl. Na, na. Kann er wieder was, hm? Na, komm, mein Essen sei dein Essen, meine Wohnung, deine Wohnung. Meines Gatten Sterbebett. Sei doch nicht so heikel. Täter, sind gute Kipferl. Um 11 Uhr esse ich nichts. Kipferl essen kann man immer und Kaffee trinken auch. Danke dir, Schwester, dass ich ein paar Tage bei dir bleiben kann, bis ich mich weiter umschaue. Umschauen. Bei deine Jahre und deine Fiers. Siehst, ich sorge mir um die. Und dein Geld? Welches Geld? Geld! Meine Devise. In Strumpf hinein. In Pompadour. Nur nichts der Bank geschenkt. Bist du auch der Meinung? Öfe, der Postbote. Hm. Mit Erlaubnis, Schwester. Ich möchte mich hinlegen. Aber ja. Aber ja. Ich möchte in die Kammer. Aber, du kannst dich ruhig da hineinlegen. Der Herr Aslinger Papetell, ich nehme nur saure Zimmer her. Kein Levi, kein Kohn. Drüben die Häuser sind alle verjutet. Wo ist der Schlüssel? Da gibt's keinen Schlüssel. Den Schlüssel? Das ist, wenn wir uns so wenig kennen, Täter. Immer nur Weihnachten und Ostern. Trotzdem brauche ich den Schlüssel. Woher nehmen und nicht stehlen? Lauf zum Schlosser. Hier bleibt so ist.
Heul für die! Gipfel, Marmelade mit Leitung, ein Gas, die Wurst. Musst du ausnutzen. Setz dich doch, Täter. Gerade habe ich dein Zimmertier zumachen müssen. Ist manchmal zugig. Hast nichts Neues von unseren Neffen gehört? Welchen Neffen? Sind wir doch froh, dass uns dieser Sport geblieben ist. Ich war geblieben! Mich lass da aus, bitte. Ja. Du hast ja ein Kind zugelegt. Den Molmier. Welchen Molmier? Den Pupp von unserem Bruder. Stell sie doch nicht so blöd. Lass uns doch Doktor werden lassen oder so. Die Schwägerin hat mir's erzählt. Warum soll ich den Molmier Doktor werden lassen? Weiß ich doch nicht. Ist ja dein Geld. Dein Geld! Ich geh zur Kommunion. Jeden Tag? Ist das nicht ungesund? Und weiter sagt Johannes. Hütet euch! Seid wachsam! Denn was nützt euch die Erde? Und ihr habt nicht das Himmelreich! Und wenn die Zeit kommt und ihr seid nicht bereit, nicht versehen mit den heiligen Sakramenten, hab nicht Buße getan, dann wird die Strafe furchtbar sein. Und ihr werdet euch wünschen, nie geboren zu sein. Und die Flammen der Hölle werden so entsetzlich brennen, dass euch unsere irdischen Flammen wie gemalte vorkommen. Und das in alle Ewigkeit. Stellt es euch ruhig vor. In Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit an. Das Freund Täter. Ich glaub, Moment. Ein Brief. Oh, Moment. Die Modeheften für die Schwester. Liebes Tantchen, dies ist, so will ich hoffen, der letzte Brief, den ich an Sie schreiben muss. Ich habe nun, wie Sie aus Poststempel und Aufschrift meines Briefes ersehen, mein Amt in Hustopetsch so gut wie angetreten in einer Woche.
ist soweit und ich werde den Sonntagsgottesdienst zelebrieren. Endlich wird in meine ermüdete Seele der Friede einziehen und die Genügsamkeit eines einfachen, gottgeweihten Lebens in Gemeinschaft mit meiner alten Wohltäterin und wahren Mutter, meiner lieben Tante Theta. Allerdings, liebes Tantchen, hat sich mein altes Pech noch einmal eingemischt, indem die zur Restauration des Pfarrhauses beauftragte Firma Fasching Konkurs anmeldete, sodass mein und ihr gutes Geld leider perdu ist, ohne dass diese saubere Firma auch nur einen Strich geleistet hätte. Schwierigkeiten über Schwierigkeiten, aber mein gescheites Tantchen kennt ja schon den Weg zur Bank, wo man ein paar Hunderte noch hierher ohne Schwierigkeiten senden kann. Verreisen willst? Furt? Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Was hast du hier getan, du Blöde? Dieser Brief, liebes Tantchen, soll der letzte sein und Ihr treuer Neffe, den Sie seit 31 Jahren nur schriftlicherweise kennen, sich bald in den wirklichen Pfarrer Moimir verwandeln, der Sie segnen wird. Und wenn unser aller Tage Abend kommt, Ihnen den Weg ins Himmelreich weisen, so wie Sie einst dem armen Rotzbuben aus Olmütz den heiligen Weg zum Priesteramt wiesen. Willst du nicht das Lämmlein hüten? Lämmlein ist so fromm und sanft, nährt sich von des Grases Blüten, spielend an des Baches Ranft. Mutter, Mutter, lass mich gehen, jagen nach des Berges Höhen. Willst du nicht der Blümlein warten, die im Beete freundlich stehen? Draußen ladet dich kein Garten, wild ist's auf den wilden Höhen. Lass sie blühen, Mutter, Mutter, lass mich ziehen. Komm her. Der Bub, schau doch den Buben, Schwägerin. Der Sohn deines einzigen Bruders, so begabt, so gescheit, so lieb. Und der letzte Wunsch vom Seligen, dass sein Bub was wert, Doktor oder so. Hätte er nicht alles versoffen. Aber du bist ledig und seine Schwester und du hast Ersparnisse. Ersparnisse? Ich hab nix. Gar nix. Wenn das liebe Tantchen uns hilft, dann will ich auch recht brav sein und mich dem lieben Tantchen bis zum Lebensende stets dankbar erweisen. Wer sie wenn auch ausreden? Was, der will. Wegen der Seuche. Proč to není jinde? Proč je to jenom tady? Thank you.
Pozor! Nechoďte sem! Achtung! Stehen bleiben! Die Bienen sind toll heute. Gehen's vorn herum ins Haus, Mütterchen. Ich stehe gleich zu Diensten. Da hinein, Mütterchen. Da hinein. So sehr brennt's doch nicht mit der Renovierung. Bitte? Setzen Sie sich doch. Na, bitte. Eine Wirtschaft. Meine Köchin ist zu ihrer kranken Schwester. Seit dem Frühstück habe ich nichts mehr. Immer habe ich Köchinnen mit kranken Schwestern. Der hochwürdige Herr Pfarrer muss was Kräftiges haben. Eine gute Bouillon mit Nudeln drin oder mit Grießnockern, dann ein Wollowent oder Forelle Blau oder ein Backhuhn mit jungen Kartoffeln und Erbsen und gemischten Salat und eine gute Mehlspeise, eine Soufflé mit Marillengeschmack oder Schokoladenauflauf mit Vanillesoße. Und so. Und so. Bravo, bravo. Da könnte ich stundenlang zuhören. Kennt ja alles sein im Garten. Gemüse, Hühner, Eier. Nur mit dem Fleisch, da werde ich mich umschauen müssen. Ja, ja. Das wäre schön. Und womit kann ich Ihnen dienen? Ich bin aus Wien gekommen, um dem hochwürdigen Herrn Pfarrer zu dienen. Mir dienen? Und gleich aus Wien? Wie heißen Sie überhaupt? Der hochwürdige Herr Pfarrer weiß doch ganz genau, wie ich heiße. Wie soll ich das wissen, meine Beste? Der hochwürdige Herr Pfarrer Moimir Linek hat mir seiner Tante Teta Linek einen Brief nach Wien geschrieben, dass er hier in Hustopetsche Pfarrer ist. Aber ich heiße nicht Moimir Linek, sondern Otto Karjanku. Welche Restaurierung meint er denn? Ich bin hier seit 12 Jahren Pfarrer. Ich verstehe kein Wort. Nur dass eine verflucht peinliche Geschichte ist. Tasche zu den anderen Briefen aus Prag, ja? Sie haben ein schwaches Herz, Frau.
Ein paar Tage werde ich ausruhen, wann's geht. Inzwischen kann ich Erkundigungen einziehen über den sauberen... Keine Erkundigungen. Über den sauberen Herrn Kollegen. Nein, ich fahre. Wenn Sie sich nicht operieren lassen, haben Sie in 2 Jahren Thrombose oder Schlagfluss. Die Dame soll Audienz beim Kaiser nehmen. Eingabe an das Zivilkabinett. Aber Herr Posnitzer, wir leben in einer demokratischen Republik. Bitte doch sehr schön. Im Frack und Klack! Der Kaiser wird der Dame helfen. Wir müssen doch herrlich wehtun. Helfen. Sind Sie nicht schon ein paar Mal hingefallen? Ach, Burschi. Mein armer Burschi. An den Kerl werde ich keinen Gedanken verschwenden. Lass meinen Mund. Ich auch. Nehmen Sie meinen Stock. Wo wollen Sie denn hin? Herrn Linek. Die Linek, 3. Stock. Gekündigt. Auszogen. Die Linek. Wohin ausgezogen? Ich weiß nicht. Wohnt hier ein Architekt Fasching, der Konkurs gemacht hat. Fasching, das Geschäft Bühn. Kompliment. Was darf sein? Sendegger Schinken. Ist der Herr Fasching selbst? Ich meine auch. Aber im Haus hier wohnt noch ein Architekt Fasching. Ein Bruder? Irrtum, Madame. Ich bin ein Unikum. Ich heiße Teta Linek und habe einem Architekt Fasching Geld geschickt. Sie sind das? Sie haben die Schulden bezahlt? Schau, schau, die Tante ist kein Schwindel. Wäre das Geld nicht kommen, weiß Gott, ich hätte ihn verhaften lassen.
Ich möchte Herrn Lineck besuchen. Kundschaft! Moment. Kann jetzt nicht. Verlies uns den Faden. Gleich. Eine persische Stadt. Ein biblischer Frauenname. Amerikanischer Tanz. A-U-M-B-O-L-D. Haben Sie eine Ahnung, wenn Sie ein Kreuzworträtsel lesen? Wie viel Studium und Schulgeld es gekostet hat, bis man sowas entwerfen kann? Ja. Na, was ist? Wer hat Sie denn hergeschickt? Wollen Sie eine Grabschrift? Du bist also der Neffe. Hier, Maria. Das Tantchen. Na, sowas. Das Tantchen. Ich glaube, ich werde verrückt. Das liebe Tantchen Teta. Aber bitte, so setzen Sie sich doch. Tantchen, so setzen Sie sich doch. Na, sowas. Ich stehe lieber. Na, wenn Sie stehen wollen, dann muss ich knien. Red keinen Unsinn. Was bist du, Moimir? Ich? Ich? Aber bitte, Sie sehen doch, was ich bin. Na, dass ich mich ranhalte, dass ich nicht faulenze, mich abmähe, wo ich kann. Muss ich das Juden- und Ausländerpack überall reinschafft? Na, sogar in die Astrologie. Bist du zum Priester geweiht? Oder nicht? Na ja, das ist nicht so leicht zu beantworten. Bist du vorher fortgelaufen? Oder nachher? Aber Tantchen, liebes, gutes Tantchen. Jetzt tun's doch nicht so scheinheilig. So dumm kann doch keiner sein, ha? Und schon gar nicht das kluge Tantchen. Seid's doch froh, dass ich nicht gehöre zu diesen Schmarotzer, die was an jeden Kuchelmarl einreden wollen und jeden Trambahnschaffner, dass sie unsterblich sind. Ja, ja. Aber nur, wenn sie auch schön brav die Kirchensteuer zahlen tun. Und wenn sie einem nur nicht immer das Zölibat vorschreiben. Bei mir aus kann jeder Priester eine Frau haben und 6 Kinder. Oder umgekehrt. Aber es wird eine Zeit kommen, ein Tag, sehr bald, Tante. Und die Tante sehr froh sein wird, dass ich nicht einer von diesen Pater für Lucius bin. Du kommst in die Hölle. Da treffen wir uns vielleicht öfters in diesem Leben. Und den heiligen Canisius dazu. Der was 1000 alte Weiber hat als Hexen verbrennen lassen, ja? Und den heiligen Petrus Arbues, dieses grauenhafte Ungeheuer. Und den heiligen Thomas. Lass die Heiligen in Ruhe. No, das sind sie aber gar nicht gewohnt, liebe Tante. Das sind sie gar nicht gewohnt. Den heiligen Romuald beispielsweise haben die lieben Gläubigen auf der offenen Straße erschlagen wollen. Der hat sich gar nicht mehr aus seinem Zimmer herausgetraut. No? Und was glauben Sie, warum? Nur weil so eine Reliquie von einem Heiligen 1000-mal mehr wert ist als alles Gold der Banca Vaticana und Spirito Santo zusammen. Da wollte sich halt keiner so ein wertvolles Skelett entgehen lassen. Was redet der Kerl? Was redet der Kerl? Aber vielleicht bleibt mir die Helle ja auch erspart. Denn wie heißt das so schön? Es wird mehr Freude sein im Himmel über einen reigen Sünder als über 99 Gerechte. Das ist zwar ein bisschen gemein und nicht sehr gerecht, aber bitte schön, ich hab's nicht geschrieben. Hört ihr denn gar nicht mehr auf, dieser harte Lump? Und vielleicht schafft doch das Tantchen noch einen Weg ins Paradies, gleich neben Marias Rosenlaube. Und jeden Tag gibt's Leberknödel und Salzburger Nockerl. Na, fad, sehr fad. Aber immer noch besser als bei Origenes. Der hat sich nämlich ausgerechnet, dass 3 leiblich wieder auferstandene Tote werden sich raufen müssen, um eine Nadelspitze als Standort
So eng wird's da droben werden. Sehr ungemütlich, sehr ungemütlich. Ich kenne mich aus in der Kirchengeschichte, dank Tantchens Geld und schönen Gaben. Du wirst wünschen, nie geboren zu sein. Wer wünscht sich das nicht? Der arme Philipp hat sterben müssen und sowas lebt. Dank Ihrer Fürsorge. Oh Gott, nein! Ich bin schuld. Ich muss so beichten. Ja, aber Tantchen, zur Tantchen, Kommunion. Liebes Tantchen, warum denn gleich zur Kommunion? Na, so eine Hostie backt man doch auch nur über Lebkuchen und Striezel. Und ich sag dir, es gibt Gott. Es gibt Gott. Nun ist ihr, Tantchen, ist ihr, natürlich. Unbedingt. Wenn wir in unserer kleinen, schäbigen, dreidimensionierten Welt leben und über uns sind vier, fünf, sechsdimensionierte Welten und was weiß ich noch alles, und wir pritscheln mit einem völlig unzureichenden Intellekt in einem Meer, in einem Ozean von Unbegreiflichkeiten herum, da muss es schon irgendwas Höheres geben. Nenn's Gott. Aber dass man ihm gleich so was Schlimmes vorwirft, dass er die Welt erschaffen hat. Elender Schwätzer, macht Horoskope! Na ja, Wissen ist Ohnmacht. Den Bauernlümmel hat man ihm ausgetrieben. Für mein Geld. Warum haben Sie mich denn nicht an den Bauern bleiben lassen? Warum hast du mir nicht die Wahrheit geschrieben? Nur Lügen, Lügen, Lügen! Na bitte, das habe ich doch nur aus Liebe getan, Tantchen. Was? Weg, weg, Tantchen. Alle Briefe, immer nur Geld. Das ist deine Wahrheit. Geld, Geld, Geld. Das ist deine Liebe. Ich war in Hustupetsch, beim Pfarrer. Damit haben sie alles verdorben. Du hast mich um einen Lohn gebracht. Und um viel mehr. Das vorhin war doch nur Spaß. Dummer Spaß einer verrohten Seele. Aber denken Sie an das große Verdienst, zu dem ich Ihnen verhelfen könnte. Sie retten meine arme Seele. Damit haben Sie automatisch das Himmelreich. Nie sollst du mehr reden. Nie mehr schreiben. Nie wieder will ich dich sehen. Aber Tantchen, ich bin doch erst 39 und habe mein Theologiestudium beinahe abgeschlossen. Ein Jahr, zwei Jahre, was kann das schon kosten? Oh? Sie strecken mir zwei Jahre vor. Sine obligo. Hey, Deutsch mit mir. Oder besser, viel besser noch, sind Sie zu uns. Na, ich meine zu mir, damit Sie mich überwachen können. Damit ich an Ihrer Hand endlich zu meinem Seelenheil komme. Sehr ruhig hast du ihn nicht. Wo warst denn? Ja, wo warst denn? Aufgebrochen haben sie den Koffer. Bist
Pension haben sie mich ausgeraubt. Die eigene Verwandtschaft, die eigene Verwandtschaft. So gemein, so hundsgemein, gemein. Du spielst, dass das ganze Haus nicht haben. Die eigene Verwandtschaft, wo du hinschaust, nur Gemeinheit ausnutzen tust, wie ausnutzen. Lumpenpack, Gesindel. Komm, woher nichts drin? Müsst den Sterbebüttel drücken, die Wäsch. Kein Mensch wird euch jung. Jung. Dieterlein, mach auf, oder ich hol die Polizei. Polizei! Was machst du denn, Dieter? Gehst du ins Hotel? Du weißt doch, wie ich's mein. Dieter! Dieter, wie doch dein Bestes! Dein Bestes! Dein Geld und dein Schmuck! Was? Ja. Alles machen sie kaputt. Den Glauben. Liebe. Meinen Koffer. Und der Gestank in der Wohnung. Pfui Teufel. Lassen sich Zeit. Ich kann nicht mehr beten. Köchin, euer altes Österreich. Schau, die Täter. 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 Gnädige Herrschaft. Leider nicht ganz. Der Leopold ist unabkömmlich. Wir nicht. Was machen's denn? Auch auf Pilgerfahrt. Unsere Rekonvaleszentin. Vor 14 Tagen haben sie sie endlich entlassen. Ich habe ja geschrieben. Kaum war das Mädel in Wien, hat die Seuche gekriegt. Ja, es langt ja schon. Ach doch, das freut die nur. Wie sie sich verspitzen auf Achselstücken und ins Gras beißen. Sagt der Täter Großburg. Wie geht's denn so? Schlecht, bitteschön.
Sehr schlecht. Es tut mir aber leid. Einsteigen Sie bitte, meine Herrschaft, nach einsteigen Sie. Seien Sie so gütig. Na, das müssen Sie uns alles erzählen. Kommen Sie bitte. Also kommen Sie doch in unser Abteil. Ja. Danke. Sie schaut unglücklich aus. Manche sind's. Na komm, Liebes, komm. So. Noch Mürgen. Danke, sagt man. Kommen Sie. Schauen Sie, da ist ein Platz. Springen, einsteigen! Meine Damen halt und Herren! Geworden, einsteigen, bitte! Die Pereira suchte die Köche. Das soll der Leopold für die Täter arrangieren. Ja. Ach, Hochwürden, was kümmern Sie sich? Reiner Egoismus! Vielleicht bleibt uns die eilige Familie erspart. Kommen Sie rein, kommen Sie. Machen Sie sich breit. Bitte, ist alles voll. Da sind noch Plätze. Reingucken. Oh je. Sag mal, schon drin. Kennst du eigentlich die alte Geschichte von unserer Kaltspeiserin? Die hat bei Tannenberg ihren Sohn verloren. Und ist mit Hammer und Meißel in unsere Dorfkirche gegangen und hat das Christuskind aus dem Arm der Madonna herausgeschlagen. Wenn du mir meinen Sohn wieder gibst, dann gebe ich dir deinen. Mein Vater hat's entlassen müssen. Man hat ihr Gefängnis angedroht. Ist jetzt nicht mehr herausgerückt. Recht hat's gehabt. Recht hat's gehabt. Ja, ja, ich weiß. Sie können nichts dafür. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ja, aber Sie vielleicht. Die Jacke müssen es reinigen lassen. Nein, die reinige ich mir schon selber. Kommen Sie. Legen Sie Ihre Füße da drauf. Psst. Doch. Das sind die Venen. Ne? Glauben Sie, dass Sie es durchstehen? Ja. Sie müssen ja nicht alle Führungen mitmachen. Der Leidensweg der Barbara reicht, den von der Katharina können Sie sich schenken. Aber der Herr Reiseleiter wird... Der soll es doch den anderen erklären, in seiner Tafel schon weiß. Das ist halt die Krux von solchen Pilgerfahrten. Zuerst kommt das gesellschaftliche Ereignis, dann kommt Sightseeing, dann kommt lang nichts und zuletzt vielleicht... Genau. Frühstück im Speisewagen.
Speisewagen. Frühstück ist in der Mahlzeit. Und Sie? Sie haben es erst doch bezahlt, haben Sie keinen Hunger? Sagen Sie mir schon, dass ich alles falsch gemacht habe. Ich verstehe nur nicht, warum haben Sie dem Neffen so viel Geld geschenkt, ohne ihn zu kennen? Er sollte mich vorbereiten, dass ich nichts falsch mache. Ich wünsche Ihnen einen ereignisreichen. Ich habe gedacht, wenn ich Gott einen Priester schenke. Haben Sie ihn bestechen wollen? Sich einkaufen? Die Höllenflammen werden so furchtbar sein, dass einem die Flammen im Herd wie gemalte vorkommen. Ich habe mich oft brennt. Aber Fräulein Detta, was haben Sie denn so fürchterliches ausgefressen? Ich habe es nicht für ihn. Ich habe es für mich getan. Ich habe immer nur an mich gedacht. Da, lesen Sie. Jetzt, wo Sie alles wissen, lesen Sie. Von Anfang bis zu Ende. Lesen Sie jeden Brief, jedes Wort. Nein, nicht jetzt, wo ich dabei bin. Ja. Können Sie den Lärm nicht abstellen? Cousino Capito. Liebe Tete, die Baronin Pereira möchte Sie als Köchin für ihre Villa am Grundlsee. Wäre schön, wenn Sie auch möchten, Ihre Livian Argan. Haben Sie mein Klopfen nicht gehört? Bleib's liegen. Bleib's doch liegen. Schauen Sie. Ich habe Ihnen Nelken mitgebracht. Römische Nelken. Mir hat noch nie jemand Blumen. Ich habe auch noch nie jemanden. Im Gebirge gab's Enzian und Schusternageln, die habe ich dem Philipp aufs Grab. Seidelbast mag ich am liebsten. Den gab's leider nicht. Haben Sie es gelesen? Ach, Fräulein.
Sehen Sie vor, dass Sie diesem amüsanten Teufel nur das Geld geschenkt haben. Und nicht mehr. Und hätte ich nicht wenigstens... Was denn? Hätten Sie sich gegen's Rad stemmen sollen? Die Zeit aufhalten? Warum soll denn Ihr Leffe nicht lügen und betrügen, wo fast überall gelogen und betrogen wird? Er ist heute eine Zeiterscheinung. Eine schlimme. Eine typische. Und dass ich ihn nicht hab kennen wollen? Tja. Das kann man wohl Angst vor der Wahrheit nennen. Ist das eine schwere Sünde? Ja. Die Kirche leidet manchmal darunter. Und im Moment ganz Österreich. Und die Buße? Ich glaube, da braucht's keine. Sie haben genug gezahlt. Und ich kann jetzt ruhig leben und sterben. Ja. Aber Fräulein Detta, Fräulein Detta. Ach, Herr Kaplan, jetzt ist mir so gut, wie mir noch nie war. Echauffieren Sie sich doch nicht, Freund Detta. Ach, Herr Kaplan, Sie sind da. Und die Blumen. Und eine Stellung will ich haben. Und morgen der Papst. Ich bin ja so glücklich, wie ich noch nie war. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Jetzt legen Sie sich erst einmal wieder hin. Und ruhen sich noch ein bisschen aus. Mein ganzes Geld vermache ich Ihnen. Ja, sonst noch was? Unser sorgenerfülltes Vaterherz denkt stets an die schöne Heimat der hier Versammelten und dass dort der tückische Verführer lauert. Seid wachsam, kämpft. Es gibt nichts, was man schon gut gemacht hat. Man muss es immer noch besser machen. Besser werde ich es nicht mehr machen, denkt sich der Papst, so gern ich es auch möchte. Aber mein Herz, Asthma, meine Sklerose, bald bin ich tot. Katholische Familie. In dieser Zeit der Verleumdung und der Verfolgung. Dreimal habe ich mich geschnitten, auch das Rasieren sollte ich lassen, denkt sich der Papst. Jeden Tag geht's schlechter. Was ein Herzkrampf, eine Atemnot. Sekundenlang liegen sich die beiden Alten in den Armen. Schwer stützt sich Pius auf Teters Scheitel, als wolle er das Gewicht des Segens verzehnfachen. Dann ist alles zu Ende.
Unser Reisemarschall ruft mit traurig erstickter Stimme, lang lebe seine Heiligkeit. Denn das hat er von den Franzosen und Italienern gehört. Niemand aber stimmte mit ein. Lang lebe seine Heiligkeit. Brokat oder Moiré, das Gewand vom Papst. Anfangs dachten wir, sie wäre noch in der Gebärde der tiefsten Devotion. Doch dann erkannten wir, dass sie ohnmächtig war. Man brachte Täter in das Hospital der Barmherzigen auf die Tiberinsel. In der nächsten Nacht folgte der zweite Schlaganfall. Sie hatte einen leichten, glückseligen Tod. Der Kaplan blieb bei ihr bis zuletzt. Ein Geistlicher hat sie begleitet. Ja. Aber warum hast du gerade über die Täter geschrieben? Solche Menschen gibt's doch gar nicht mehr. Schaut. Eben. Weil sie aussterben. Ewig, schaut. Aber uns lass draußen, bitte. Und den armen Philipp. Wo willst du es denn veröffentlichen? In Amsterdam. Wenn Sie den Zug nach Rina erwischen wollen, dann ist es höchste Eisenbahn. Kommt. Wenigstens so tun wir so. Wenn wir hier draußen sind, schlage ich drei Kreuz. Na komm schon. Und morgen sind wir in Zürich. Du wirst wieder ganz gesund. Und ich in Paris. Und bei Philippe sehen wir uns wieder. Komm. Wenn ein